Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Ihnen allen guten Abend. Es sind Geschichten, die Herzen zerreißen. 2 Dutzend Kinder aus dem türkischen Nordteil von Zypern auf Schulausflug zu einem Volleyballturnier in der Türkei. Wo mal ihr Hotel stand, ist jetzt eine einzige Trümmerwüste. Das Wrack des Reisebusses, der sie herbrachte, ist noch zu erkennen. Seit Tagen rufen Helfer die Namen der Kinder in einen furchteinflößenden Berg aus Beton und Stahlstangen, in der Hoffnung, dass jemand antwortet. Aber es bleibt still. Überall im Erdbebengebiet gibt es diese Szenen. Die Zahl der Toten in der Türkei und Syrien ist auf mehr als 25.000 gestiegen. Anne Brühl ist in Adana. Es ist eine riesige Lücke mitten in Adana. Hier hat mal ein 13-stöckiges Wohnhaus gestanden. An der Absperrung treffen wir Nebahat Perçin, die im Nachbarhaus gewohnt hat. Ich kann mich nicht darüber freuen, dass ich hier lebend aus meinem Apartment rausgekommen bin. Das Gebäude hier hat unseren Balkon mitgerissen, als es einstürzte. Wir leben noch, aber sie alle sind gestorben, alle gestorben. Das waren doch alles Nachbarn. Wir haben uns jeden Tag gegrüßt. Die Überwachungskameras eines angrenzenden Wohnhauses hat den Moment, in dem es passierte, aufgezeichnet. So einen Krach habe ich noch nie gehört. Danach dann der Einsturz von diesem Gebäude, wie eine Bombe, die Schreie der Menschen. Mir geht es psychisch nicht gut. Viele hier sind schockiert, wie schnell die Toten geborgen, die Trümmer beseitigt wurden. Ein Ingenieur der Stadtverwaltung ist gekommen, spricht mit den Nachbarn. Ihre Häuser sind einsturzgefährdet, eigentlich darf niemand sie mehr betreten. Viele versuchen aber trotzdem kurz noch das Nötigste aus ihren Wohnungen zu holen. Auch Nebahat war schon oben. Ich bin in meine Wohnung reingegangen, habe im Korridor alles gecheckt. Das sind Schäden, die man reparieren kann. Die Reparaturkosten werden nicht hoch sein. In Adana geht es jetzt vor allem um die Überlebenden. In einem Basar in der Innenstadt hat der türkische Katastrophenschutz Zelte aufgebaut. Für die, die nicht mehr zurück dürfen in ihre Häuser. İsmail Sarac ist mit Frau und 3 kleinen Kindern seit Montag hier, zeigt uns sein Zelt. Weil es nachts so kalt wird, haben wir mehrere Decken. Jeder hat 3 bis 4 Decken. Kahn, sein Sohn, ist gestern 5 geworden. Stolz zeigt er uns den Spider-Man-Pulli, den er von den Helfern hier geschenkt bekommen hat. Sicherheit ist auch in Adana ein Thema. Alles in Ordnung, sagt uns der Polizeichef im Interview. Wir als Polizei haben bei allen eingestürzten Häusern Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Wir haben denjenigen, die bei Rettungsaktionen dabei waren, geholfen. Wir treffen auch Maßnahmen gegen Diebstahl. Während er mit uns spricht, haben seine Kollegen auf der Straße gerade einen Plünderer erwischt. Anne, guten Abend. Was kannst du uns zur Sicherheitslage sagen? Sind das Verbrecher, die diese Situation jetzt ausnutzen oder einfach verzweifelte Menschen, die zu allem bereit sind? Die Verzweiflung überwiegt hier. Wenn wir zum Drehen unterwegs sind, dann begegnen wir eigentlich immer hochtraumatisierten Menschen, Überlebenden, andere, die noch Familienangehörige oder Freunde unter den Trümmern haben. Und wenn die dann hören, dass auch nach all den Tagen noch Menschen gerettet werden, gleichzeitig aber sehen, wie bei ihnen zu Hause Bagger und schweres Gerät schon alles platt macht, dann kippt die Situation oft. Es wird aggressiv, die Stimmung ist dann aufgeheizt. Oder Menschen, denen lebenswichtige Medikamente fehlen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch solche, die die Situation ausnutzen. Es werden ja auch zum Beispiel Elektrogeschäfte geplündert. Was auffällt hier auf den Straßen, ist die Polizeipräsenz in den letzten Tagen extrem viel größer geworden. Auch sehr viel Militär ist unterwegs. In den 10 Erdbebenprovinzen gilt ja der Ausnahmezustand. Die Türkei will ganz offensichtlich Stärke zeigen. Anne Brühl für uns in Adana. Anne, vielen Dank. Und auch heute an dieser Stelle der Hinweis für Sie, wenn Sie spenden wollen. Das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe hat folgendes Konto: DE 65 100 400 600 100 400 600. Das Stichwort lautet ZDF Erdbeben Türkei Syrien. Und mehr Informationen auch unter spenden.zdf.de im Internet oder im ZDF-Text auf Seite 890.
In Frankreich waren heute wieder Hunderttausende Menschen auf den Straßen quer durchs Land, Paris, Nizza, Toulouse. Sie wollen ihrem Präsidenten klarmachen, was sie von dessen Plänen für eine Rentenreform halten, nämlich nichts. Heute waren auch auffallend viele junge Menschen dabei, für die die Rente noch weit weg ist. Wenn es nach Emmanuel Macron geht, künftig noch weiter weg. Zumindest auf den ersten Blick hat Frankreich aktuell eines der großzügigsten Rentensysteme weltweit. Anna Arendt mit mehr dazu. Ihr Protest ist wieder massiv. Macron schürt die Wut mit seinem Plan, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Sabrina Benali, Notfallärztin in Paris, ist mit Mann und Kind gekommen. Wie viele hier fühlen Sie sich ungehört, von einer unnahbaren Elite fremdbestimmt? Herr Macron ist weder unser Papa noch unser Schuldirektor. Er steht im Dienst der Franzosen. Er darf nicht einfach so über unser Leben entscheiden und erst recht nicht, wenn er damit nur dem Finanzmarkt einen Gefallen tun will. Und so spiegelt der Aufruhr gegen die Reform längst einen anderen, größeren Konflikt. Die Verteilungskämpfe im Land haben sich verschärft. Viele meiner Kollegen haben Rückenprobleme, sind erschöpft. Und die Regierung verlangt nur von uns Arbeitern, länger zu schuften, aber nie von den Aktionären, dass sie sich an den Kosten beteiligen. Auch im Parlament, der Assemblée Nationale, Proteste. Die Opposition hat etwa 20.000 Änderungsanträge eingebracht gegen ein Gesetz, mit dem die Regierung das Rentensystem langfristig gegenfinanzieren will. Angesichts des demografischen Wandels sei die Reform unumgänglich. Übrigens, kein anderes Land in Europa bleibt in dieser Frage untätig. Fast alle haben das Renteneintrittsalter bereits erhöht. Den Verweis auf andere Länder lassen sie in Frankreichs Protestzügen nicht gelten. Länger arbeiten empfinden sie als längeres Leiden, einen Einschnitt in die einst erkämpfte Freiheit der frühen Rente. Und so folgen Hunderttausende dem Aufruf zum erneuten Widerstand. Wir wollten heute ein Zeichen setzen und das ist uns gelungen. Überall in Frankreich war die Beteiligung hoch. Sie müssen uns jetzt zuhören. Zudem drohen mehrere Gewerkschaften nun mit einem Generalstreik am 7. März, sollte das Gesetz nicht zurückgezogen werden. Der Druck steigt von Woche zu Woche. Am 31. Dezember sollte Schluss sein mit Kernkraftwerken in Deutschland. Die letzten drei von ihnen laufen jetzt aber doch weiter, längstens bis zum 15. April. Die Bundesregierung will so die Energieversorgung sichern. Atomkraftgegner fürchten, dass es danach dennoch weitergehen könnte. Sie protestieren heute in Landshut für ein Ende sofort. In der Nähe liegt das AKW Isar 2. Wo Deutschland mit seinem Atommüll hin will, ist derweil unklarer denn je. Und selbst für ein Land, das enorme Verzögerungen bei staatlichen Planungen ja irgendwie immer mit einplant, ist das Szenario haarsträubend. Die Suche nach einem Endlager wird wohl bis Mitte des Jahrhunderts dauern. Mindestens. Oliver Deuker berichtet. Das Milliardengrab. Jahrzehntelang galt das Erkundungsbergwerk nahe des niedersächsischen Örtchens Gorleben als potenzielles Endlager für hochradioaktiven Müll. Doch seit September 2020 ist dieser Salzstock endgültig draußen. Deutschland sucht ein Endlager und tut sich schwer damit. Naja, das Misstrauen ist natürlich da, dass, wenn es schwierig wird bei der Endlagersuche, dass man auf alte Fehler zurückfällt. Also Kriterien anzupassen an das, was man vorfindet. In Zwischenlagern deutschlandweit warten rund 1.900 Behälter mit hochstrahlendem Müll auf die Endlagerung. Nach der Gorleben-Pleite, Neuanfang, weiße Landkarte, ein Standortauswahlgesetz regelt nun die Endlagersuche. Wir haben ein Verfahren, was transparent, nachvollziehbar, wissenschaftsbasiert ist und eben auch fair gestaltet wird. Was aber noch nicht passiert ist, dass in der Gesellschaft angekommen ist, dass es nicht mehr darum geht, heldenhaft die Verhinderung zu verfolgen, sondern dass die wahren Helden diejenigen sind, die sich konsequent in dem Suchen und Finden und sich dem Stellen des Problems dann auf einen langen Weg machen, ein Endlager in Deutschland zu realisieren. Im europäischen Ausland scheint man da weiter zu sein. Finnlands Endlager fast fertig. Auch Frankreich hat sich festgelegt. Das Testlabor Bühr im Nordosten des Landes wird zum Endlager ausgebaut. Und auch die Schweiz hat nahe der deutschen Grenze einen geeigneten Standort gefunden. Und Deutschland? Diesmal nur keine Fehler machen, ein guter Anspruch.
Der hat aber Folgen. Wenn Ideale auf Realität treffen, auf Praktikabilitäten, auf Budgetbedarf, ja, dann muss man sozusagen immer wieder austarieren, wie man das Ideal, die Ideale am besten erreichen kann und trotzdem natürlich weiterkommt. Wenn man nur auf der Seite der Ideale bleibt, dann, naja, dann reicht es nie und dann schafft man aber auch nichts. 2031, so der Plan, sollte der Standort des deutschen Endlagers feststehen. Seit neuestem heißt es, es könnte sogar bis 2068 dauern. Das Problem? Wir haben hier in Gorlim ein Zwischenlager und die Betriebszeit läuft 2034 aus. Es darf hier keine einfache Verlängerung der Zwischenlagerung geben. Diese Zwischenlager sind für 40 Jahre genehmigt. Seit dem beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie ist das Thema für viele Menschen beendet. Einhergehend ist das gesellschaftspolitische Interesse an einem Endlager verloren gegangen. Das Problem aussitzen wie so oft? Schwierig. 1 Million Jahre strahlt hochradioaktiver Atommüll. Das Thema bleibt uns erhalten. Das kann man jetzt schon vorhersehen. So, und wir beginnen jetzt den Nachrichtenüberblick mit einem Thema, das uns aktuell jeden Abend beschäftigt an dieser Stelle. Und mit dir, Hanna. Ja, ganz genau. Über Kanada soll offenbar ein unbekanntes Flugobjekt in großer Höhe entdeckt worden sein. Möglicherweise ein weiterer Ballon. Das teilte vor wenigen Minuten ein gemeinsames Luftverteidigungskommando Kanadas und der USA mit. Drei dieser Objekte waren in den vergangenen Tagen über Nord- und Südamerika entdeckt worden. Bei einem davon soll es sich um einen chinesischen Spionageballon gehandelt haben. Vor rund 5 Monaten begannen in Iran die landesweiten regimekritischen Proteste. Heute aber versammelten sich Zehntausende Anhänger der Regierung auf den Straßen, um den Jahrestag der Islamischen Revolution zu feiern. Die Kundgebungen, wie hier in Teheran, wurden vom Regime selbst organisiert. Präsident Raisi nutzte den Anlass und behauptete, die Proteste seien gescheitert. Zudem sprach er von einem vom Ausland gesteuerten Verschwörungen. Im Westjordanland soll ein israelischer Siedler einen Palästinenser durch einen Schuss in den Kopf getötet haben. Das teilten palästinensische Behörden mit. Das israelische Militär sprach von Konfrontationen zwischen Israelis und Palästinensern. Die israelische Polizei leitete Ermittlungen ein. Unterdessen wurde bekannt, dass die Zahl der Toten nach dem gestrigen Anschlag eines Palästinensers in Ostjerusalem auf 3 gestiegen ist. Ein 8-jähriger Junge erlag seinen schweren Verletzungen. Im Rahmen der Ermittlungen zur Korruptionsaffäre im EU-Parlament ist heute Haftbefehl gegen einen weiteren Abgeordneten erlassen worden. Dem Sozialdemokraten Marc Tarabella werden laut Staatsanwaltschaft unter anderem Korruption und Geldwäsche vorgeworfen. Der Belgier war gestern festgenommen worden, genauso wie der italienische Abgeordnete Andrea Cozzolino. Hintergrund des Korruptionsskandals ist die mutmaßliche Bestechung von EU-Abgeordneten durch Katar und Marokko. Hans Modrow hat in seinem langen Leben als Abgeordneter 3 sehr unterschiedliche Parlamente erlebt. Zuletzt das Europaparlament, davor den Bundestag, davor mehr als 30 Jahre lang die DDR-Volkskammer, in der abgenickt wurde, was die SED-Machthaber entschieden. Auch zu ihnen hat Modrow gehört. Seiner Partei, von der SED über die PDS bis zur Linken, galt er als überzeugter Sozialist. Einer allerdings, der etwa den Bau der Berliner Mauer auch im Rückblick für gerechtfertigt hielt. Hans Modrow ist vergangene Nacht gestorben. Er wurde 95 Jahre alt. Henriette de Maizière. Er diente ein Leben lang seiner Partei. Von der SED über PDS bis hin zur Linken. Hans Modrow. Wer sich einbildet, dass man überhaupt unpolitisch leben kann, der irrt sich. Der gelernte Maschinenbauschlosser machte nach dem Zweiten Weltkrieg in der neu gegründeten DDR schnell Karriere, studierte in der Sowjetunion Wirtschaftswissenschaften, wähnte sich auf der richtigen Seite. Wir waren schon der Überzeugung, das bessere Deutschland entsteht im Osten und von dort wird einmal das vereinte Deutschland entstehen. Im Wendeherbst 1989 wurde Hans Modrow für viele zum Hoffnungsträger, ging auf Bürgerrechtler zu. 5 Monate lang stand er an der Spitze des DDR-Ministerrats. Die Regierung der DDR ist bereit, die Zusammenarbeit mit der BRD umfassend auszubauen. Umstritten indes blieb Modrows Rolle bei einem Polizeieinsatz im Oktober 1989 in Dresden. Auch wegen des Vorwurfs der Wahlfälschung wurde er nach der Wende verurteilt.
Die schnelle deutsche Einheit sah er stets kritisch. Hans Modrow blieb seinem sozialistischen Weltbild bis zum Schluss treu und ein durch und durch politischer Mensch. Und wie jeden Samstag jetzt noch der Blick auf die Lottozahlen. Die lauten 9, 11, 12, 19, 28, 30, Superzahl 3. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Und so wird das Wetter in den kommenden Tagen. Morgen im Südwesten und am Alpenrand länger sonnig, sonst oft trübe und nur wenige Auflockerungen, vereinzelt auch etwas Sprühregen, 4 bis 11 Grad. In der neuen Woche ruhiges Wetter mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und teils zähem Nebel, Höchstwerte zwischen 4 und 12 Grad. So, und wir sagen danke, dass Sie bei uns waren. Ja, und die nächsten Nachrichten gibt es gegen 0.25 Uhr, heute Express mit Antoine Kuschilgen. Morgen Berlin-Wahl. Auch bei uns ab 21.45 Uhr. Für heute, tschüss. Tschüss.